Ja, ich bin's mal wieder seit langem und habe mir wieder ein schweres Spiel rausgesucht, was ich durchspielen will. Und zwar diesmal Tetris. Ja, und zwar wirklich eine ziemlich schwierige Variante von Tetris. Meist von euch werden ja Tetris wahrscheinlich kennen. Für die anderen nochmal ganz kurz. Man hat ja so Steine, die fallen von oben nach unten. Und man versucht hier irgendwie sinnvoll anzuordnen. Denn immer wenn man mit den Steinen eine Reihe komplett füllt, dann löscht die sich weg. Und man bekommt Punkte dafür. Zum Beispiel so. Ja, die verschiedenen Steine, die man da bekommt, das ist ja zum Beispiel das J. Oder hier das L. Oder das hier. Ist so eine Art S. Hier, das nennt man das O. Das hier ist das Z. Und das hier das I. Ja, das sind die sieben verschiedenen Teile, die es gibt. Die haben auch alle eine bestimmte Farbe, damit man sie möglichst gut erkennen kann. Ja, das I ist immer rot. Und das hier ist immer grün. Man kann also einfach sagen, hier. Die und die Farbe kommt. Oh, hier, das haben wir vorher noch nicht gesehen. Das ist nämlich das T. Wenn man das rumhält, sieht das so aus wie ein T. Ja, und zwar, ich spiele kein normales Tetris, sondern ich spiele eine Version, die an eine Arcade-Maschine angelehnt ist. Ja, die ist prinzipiell darauf ausgelegt, denn den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das heißt, es ist ja das Spiel so designt, dass man das nicht unendlich lange spielen kann. Der Sinn ist ja einfach, dass man mit jedem Stein, den man macht, oder mit jeder Linie, die man löscht, macht man ein Level. Das sieht man rechts neben dem Spielfeld. Bin ich jetzt bei Level 69 und jetzt bin ich bei Level 70. Ja, man kann maximal Level 1000 erreichen in diesem Spielmodus. Das heißt, das Spiel hört irgendwann halt auf. Allerdings, bis man zu diesem Level kommt, ja, wird es ziemlich schwierig. Da hier halt ein paar Regeln greifen, die man so aus dem normalen Tetris nicht kennt. Aber das werden wir noch sehen, was es da alles gibt. Ja, in der Zeit wird es halt schneller. Und daher wird es immer schwieriger, die Steine irgendwie sinnvoll zu ordnen. Ich drücke mal jetzt nicht mehr nach unten, sondern lasse die Steine einfach so runterfallen. Das ist schon relativ schnell. Obwohl ich erst bei Level 144 bin. Ja, noch eine Besonderheit. Alle 100 Level beginnt sozusagen ein neuer Abschnitt. Und um in den neuen Abschnitt zu kommen, muss man auf jeden Fall eine Reihe löschen. Ja, also wenn ich jetzt bei Level 199 jetzt ankommen werde, dann muss ich erst eine Reihe löschen, um den Level 200 zu erreichen. Sonst würde der Level einfach immer bei 199 bleiben, wenn ich nur die Steine irgendwie hinstapel und keine volle Reihe bilde. Ja, normalerweise wird ein Tetris ja immer schneller. Das ist hier nicht ganz so. Manchmal wird es ja auch wieder langsamer. Das hängt alles von der Punktzahl ab, die man sammelt. Und dem Level, das man damit quasi erreicht. Ja, zu jedem Level ist sozusagen eine bestimmte Geschwindigkeit zugeordnet. Und zwar merkt man jetzt, das wird schon relativ schnell. Falls ich es aber jetzt wirklich schaffen sollte, den Level 200 zu erreichen, dann wird man sehen, dass es ein bisschen langsamer wird.
ist es eigentlich auch ganz gut so, weil dann hat man ja Zeit, hier den Umbau aufzuräumen, den man gemacht hat. So, jetzt habe ich Level 200 erreicht und jetzt wird das Spiel dann ganz langsam. Ja, mein Ziel ist also jetzt sozusagen, vielleicht irgendwann Level 999 zu erreichen. Beziehungsweise muss man dann auch nochmal eine Reihe löschen und dann ist das Spiel zu Ende. Ja, und während man hier so spielt, kriegt man von dem Spiel eine Note, ein Grade. Das sieht man auch oben im Spielfeld. Ich habe gerade den Grade 3 angefangen, habe ich mit Grade 0, nee, Quatsch, mit Grade 9. Und dann zählt der Grade immer weiter runter. Allerdings ist dann bei Grade 1 nicht Schluss, sondern dann kommt der Grade S9, glaube ich. Relativ schwer ist. Kann ich also nicht versprechen, dass ich das jetzt gut schaffen werde. Kann gut sein, dass ich vorher sterbe. Ja, sterben tut man, dass ich es noch nicht danken konnte, wenn das ganze Spielfeld vollgebaut ist. So, sorry, nochmal kleine Korrektur an der Lautstärke. Ja, wie gesagt, man stirbt, wenn man das oben alles vorbaut, so dass quasi lauter Lücken da sind und nichts mehr gelöscht werden kann. Das wird zwar jetzt nicht mehr so lange dauern. Ja, dann habe ich Level 296 erreicht und habe dafür 6 Minuten gebraucht. Ja, mein Ziel ist erstmal Level 300 zu erreichen und das dann auch konstant jedes Mal zu schaffen. Ja, und das werden wir dann halt mal versuchen, uns anzutrainieren. So, auf zu einer neuen Runde. Ja, und während das Spiel noch ein bisschen im langsamen Modus läuft, kann ich noch ein bisschen was erzählen, bevor ich mich dann wirklich konzentrieren muss. Ja, erstmal sieht man hier, dass ich die Teile alle ganz langsam runterschiebe, weil es hier noch keine Funktion gibt, mit der man ein Tetris-Teil direkt runterfallen lassen könnte. Ja, das liegt daran, dass diese Version ziemlich alt ist. Und im Prinzip noch aus der Zeit kommt, wo der Tetris-Lizenzgeber noch nicht jedem vorgeschrieben hat, mit welchen Regeln er sein Tetris implementieren muss. So dass quasi jeder seine eigenen Regeln damit einbauen konnte. So das, was er da gerade passend empfand. Heutzutage muss ja jeder genau die Regeln einbauen, die da vorgegeben sind. Und deswegen funktioniert dann auch quasi jedes Tetris sehr ähnlich. Ja, es gibt aber zumindest schon eine Vorschau. Und die ist genau da, wo quasi das Teil dann auch rauskommt. Ja, sieht man schon vorher. Und ich habe ja auch so eine Ansicht aktiviert, wo ich sehe, wo das Teil landen wird, wenn ich dann jetzt keine Taste mehr drücke. Oder wenn ich nur senkrecht nach unten drücke, sehe ich unten schon so einen Keist, das Teil ist da. Macht die Sache natürlich auch noch ein bisschen leichter. Ja, was auch interessant ist, ist, wenn man eine Rotationstaste zum Beispiel während das nächste Teil noch nicht da ist, dann kann man das schon rotieren. Ich mache das jetzt mal. Zack! Jetzt kommt das gleich eine andere Form raus.
Nicht so, wie ich es oben sehe. Weil das kann später bei höheren Geschwindigkeiten wichtig sein, damit man da etwas Zeit spart. Genauso kann man die Bewegungstaste quasi aufladen. Wenn ich in der Zeit, wo das Teil noch nicht da ist, schon zur Seite drücke, dann bewegt sich ganz schnell zur Seite. Im Gegensatz so, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt ist es da und dann drücke ich ja ganz schnell aus, würde bei der Geschwindigkeit schon nicht mehr wirklich ausreichen. Jetzt habe ich zum Beispiel das Teil wieder schon rotiert. Das ist ja unsichtbar. Ja, das aktuelle Teil, das kann man so lange bewegen, bis es so aufleuchtet. Und das funktioniert so, dass das Teil nach unten fällt und wenn es den Boden berührt, wird ein Timer gestartet. Und wenn der abläuft, dann leuchtet das Teil auf und das nächste startet dann halt einfach. Und ich kann das aktuelle Teil nicht mehr bewegen. Den Timer kann ich aber resetten, und zwar indem ich das Teil nochmal eine Zeile nach unten rutschen lasse. Wenn das jetzt zum Beispiel so ist, resettet der Timer, weil ich nochmal eine Bewegung nach unten gemacht habe. Wenn ich mich allerdings nur seitlich bewege, oder wenn ich nur rotiere, dann wird die Zeit nicht zurückgesetzt. Also in allen aktuellen Tetris-Spielen ist es zum Beispiel so, dass jede Rotation noch diese Zeit zurücksetzt. Und das bedeutet, man kann im Prinzip jedes beliebig oft noch drehen, bevor es dann nicht mehr bewegt wird. Dann kann ich mir im Prinzip auch beliebig viel Zeit verschaffen, bis ich dann das nächste Teil steuern muss. Also, wenn ich nicht weiß, wo ich das nächste hinsetzen soll, dann drehe ich das aktuelle noch einmal im Kreis, um dann noch ein bisschen drüber nachzudenken. Also, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Kann ich gar nicht mehr so viel quatschen. Jetzt habe ich ja den schwierigen Teil quasi geschafft und es wird ein bisschen langsamer. So, das muss ich dann, das I muss mal hier rüber. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft, um aufzuräumen. Ja, alles nicht so toll. Glück gehabt. Ja, der Zufallsgenerator, der hier die Teile auswählt, funktioniert auch ein bisschen anders als im aktuellen Tetris. Im aktuellen Tetris ist immer so, dass da werden diese 7 Teile quasi genommen und dann wird ausgelost, in welcher Reihenfolge diese 7 Teile kommen. Da kommen alle 7 Teile und dann kommen die nächsten 7 Teile. Ist das nicht so? Hier kann jetzt auch mal eine ganze Weile zum Beispiel das rote I nicht kommen. Es wird nur halt immer wahrscheinlicher, dass es kommt. Und zwar funktioniert das so: der Zufallsgenerator merkt sich immer die letzten Teile, die er dem Spieler gegeben hat. Also, wenn er jetzt zum Beispiel das gelbe O macht, dann merkt er sich, so, der Spieler hat jetzt ein gelbes O bekommen. Und so auf die Art merkt er sich die letzten. Oh, ich glaube, ich bin gleich tot. So, auf die Art merkt er sich dann quasi die letzten 4 Sachen, die er dem Spieler gegeben hat. Und wenn er dann beim nächsten Auswählen wieder dasselbe Teil dem Spieler zufällig geben will, dann sagt er, ah, Moment mal, ich versuche nochmal ein anderes Teil, weil das hatte der ja gerade. Und das macht er aber nicht unendlich oft. Also es ist nicht völlig ausgeschlossen, wenn man jetzt zweimal das gleiche Teil hintereinander bekommt, sondern nach 4 Versuchen, in der Version zumindest, hört er auf, das auszusuchen.
Ja, also es wird quasi wahrscheinlicher, dass eins der drei Teile, die man schon lange jetzt nicht mehr gesehen hat, dass die kommen. Aber es ist nicht. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass jetzt nochmal. Dass wir zum Beispiel 4 Is hintereinander. Oder 4 S, wenn man Pech hat.